Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Spiel mit mir Kinderspielzeug. Ich habe heute was super cooles für euch. Es nennt sich Jelly Fun Slush Maker. Mit diesem Set kann man seine eigenen Slushs machen und zwar nicht aus Eis, wie man das sonst kennt, sondern aus Götterspeise oder Wackelpudding. Geeignet ist das Set für Kinder ab 5 Jahren und wurde von John Adams hergestellt. Man kann da alle möglichen Geschmacksrichtungen an Zappelpeter, Wackelpeter, Wackelpudding, Götterspeise, Glibber, was auch immer reintun. Natürlich essbar. Und ich glaube, das wird jede Menge Spaß bringen. Hier sind die einzelnen Schritte schon mal erklärt. Man muss den Wackelpudding hier in diese Öffnung tun, eine Geschmacksrichtung auswählen, das Ganze dann drin verrühren. Man kann auch zusätzlich noch so kleine Wackelpeter, Zappelpudding, ihr wisst, was ich meine, so kleine Förmchen nutzen und am Ende dann seinen eigenen Jelly Slush probieren. Jelly heißt so viel wie Götterspeise. Ich bin wirklich super gespannt. Wir packen das Set einfach mal aus und schauen es uns genauer an. So, hier haben wir schon mal einzelne Kunststoffbecher und solche langen Slush-Strohhalme. Dann haben wir hier den Deckel für die Maschine, glaube ich. Hier oben kann man dann die Götterspeise einfüllen. Und noch einen kleinen Hebel, um das Ganze dann zu verrühren. Das hier ist das kleine Fach, wo wir die verschiedenen Geschmacksrichtungen an Götterspeise hineintun können. Das hier ist unser kleines Förmchen. Damit können wir dann unterschiedliche Götterspeise formen, wie zum Beispiel hier in Notenform oder ein Hai aus Götterspeise, also HI als Begrüßung, ein Smiley, ein Kussmund, eine Erdbeere und eine Eistüte. Da ist noch mehr drin, nämlich diese Teile. Auf jeden Fall einen Löffel. Bei den anderen Sachen bin ich mir gar nicht so sicher, wofür die genau sind. Das werden wir dann beim Aufbau herausfinden. So, was haben wir noch? Natürlich eine Anleitung, damit wir auch wissen, wie dieser Jelly Fun Slush Maker funktioniert. Natürlich auch, wie das mit dem Aufbau dann klappen soll, die einzelnen Teile beschrieben und am Ende soll das Gerät dann so aussehen. Ich bin echt super gespannt, habe noch nie sowas gesehen, geschweige denn gegessen oder getrunken. Das hier wird der Untergrund sein. Und ich glaube, das war's auch schon. Der Karton ist leer. Dann bauen wir doch den Jelly Slush Maker mal eben schnell auf. Hier der Untergrund. Da drauf kommt dann dieses Teil hier. Dann kommt dieser Bogen hier drauf. Dann kommt dieser Stab hier durch. So können wir dann auch unseren Jelly Slush rühren. Denn an der Seite ist hier so ein Hebel und damit dreht sich dann diese Stange. Dann kommt dieser Deckel hier drauf. Und für unseren Slush brauchen wir natürlich noch einen Behälter. Das ist dieser hier. Und den können wir dann hier oben einsetzen. Ich glaube andersrum. So. Jetzt fehlt nur noch dieses Teil hier. Und dann ist unser Jelly Slush Maker auch schon fertig aufgebaut. Hier waren jetzt noch solche kleinen Untersetzer dabei. Das sind die Halterung für unsere Becher. Und diesen Becher können wir dann hier unten einfach hineinstellen. Und dann können wir hier unseren Slush Maker öffnen. Und der Glibber kommt dann hier in unseren Becher hinein. Außerdem haben wir ja noch die Strohhalme.
Das können wir dann hier einfach an die Seite stecken. Dann noch dieses Gerät hier. Sieht aus wie so ein kleiner Schaber. Einen Löffel haben wir auch noch. Und zum Schluss dann noch unsere kleinen Jelly-Förmchen. Und wir haben hier noch solche Eiswürfelförmchen, also diese beiden. Damit können wir dann richtig tolle Motive machen aus unserer Götterspeise. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, welche Geschmacksrichtung von der Götterspeise ich hier miteinander vermischen soll. Habt ihr vielleicht eine Lieblingsgeschmacksrichtung? Und daraus werde ich dann, wenn ihr mir das nennt, hier einfach so einen tollen Jelly Slush machen. Also schreibt es in die Kommentare. Und vergesst natürlich auch nicht, den Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns dann zum nächsten Mal. Ciao!